Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, heute trifft eine ganze Reihe von Ereignissen zusammen. Da ist zunächst das Fest der Erscheinung des Herrn, der heiligen drei Könige, wie wir sagen, da die Welt außerhalb des Judentums gewahr wird, dass eine neue Art von König in diese Welt gekommen ist, der wahre Herr und Retter der Menschen. An diesem Tag feiert unsere Gemeinschaft ihren Geburtstag. Vor 103 Jahren haben die ersten jungen Männer zusammen mit unserem Gründer Pater Andreas Amrain in Reichenbach in der Oberpfalz ihr gemeinschaftliches Leben benediktinischer Tradition aufgenommen, um Menschen in damals noch kaum bekannten Ländern die frohe Botschaft von dem wahren Herrn und Retter der Welt zu verkünden. Am 13. Januar 1887 sind sie dann hierher übergesiedelt. Nächste Woche werden es also 100 Jahre, dass wir hier sind. Im selben Jahr 1887 zogen die ersten 10 Mitbrüder zusammen mit 4 Schwestern nach Ostafrika und begannen damit die Geschichte unserer Missionsarbeit. In diesen 100 Jahren konnte vielen Menschen die frohe Botschaft verkündet, die Liebe Gottes durch Werke bezeugt und zahlreiche Ortskirchen in verschiedenen Teilen dieser Erde aufgebaut werden. Noch Ende vergangenen Jahres wurde in unserem ostafrikanischen Missionsbereich 2 neue Diözesen errichtet, Lindi und Binga. Der neue Bischof von Binga, der bisherige Rektor unseres theologischen Seminars in Peramiho, Emmanuel Mapunda, wurde am Heiligen Abend vom Heiligen Vater ernannt und wird heute von ihm in Rom zum Bischof geweiht. Auch seiner wollen wir in besonderer Weise gedenken. So trifft es sich gut, dass wir am heutigen Tag einen jungen Mitbruder, Pater Gerhard Lackleder, in unsere Südafrika-Mission aussenden können. Pater Gerhard kam vor 4 Jahren als Neupriester der Diözese Regensburg zu uns, legte letzten Herbst seine ewigen Gelübde ab und hat jetzt erstaunlicherweise rasch seine Aufenthaltsgenehmigung für Südafrika erhalten. Ich möchte dir, lieber Pater Gerhard, gratulieren, dass nun dein Wunsch, anderen Menschen Christus zu bringen, in Erfüllung geht. Gratulieren möchte ich aber auch Ihnen, liebe Eltern. Die heiligen drei Könige haben dem Herrn kostbare Gaben dargebracht. Ihr habt dem Herrn einen Sohn geschenkt, der berufen ist, die Kunde von dem,
von der menschgewordenen Liebe Gottes und seinem Frieden weiterzureichen in einer Umwelt, die dieser Botschaft und dieses Zeugnisses dringend bedarf. Der Ritus der Aussendung verbindet uns mit der frühen Kirche. Im 13. Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir: Als die Gemeinde von Antiochia zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierte und fastete, sprach der Heilige Geist: Wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie mir berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Vom Heiligen Geist ausgesandt zogen sie los. Deshalb begrüße ich Sie alle, die Sie sich hier mit uns um diesen Altar versammelt haben. Insbesondere euch, liebe Jugendliche, die ihr diese Tage bei uns zur Besinnung zubringt, und euch, liebe Malteser, mit denen unser Pater Gerhard so viel gearbeitet hat. Und ich möchte Sie alle auffordern zu beten, dass der Heilige Geist auf unseren Mitbruder herabkomme, ihm die rechten Wege bei seinem Handeln zeige und ihm die rechten Worte eingebe, die Herzen der Menschen für Christus zu öffnen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Thank you.
lasset uns beten. Allherrschender Gott, durch den Stern, dem die Weisen gefolgt sind, hast du am heutigen Tag den Heidenvölkern deinen Sohn geoffenbart. Auch wir haben dich schon im Glauben erkannt. Führe uns vom Glauben zur unverhüllten Anschauung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Auf, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Doch über dir geht leuchtend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Blick auf und schau umher, siehe, alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, die Töchter trägt man auf den Armen herbei. Du wirst es sehen und du wirst strahlen, dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit. Denn der Reichtum des Meeres strömt zu dir, die Schätze der Völker kommen zu dir. Zahllose Kamele bedecken dein Land, Dromedare aus Midian und Epha. Sie alle kommen von Saba, bringen Gold und Weihrauch und verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, ihr habt gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch verliehen hat. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis Christi mitgeteilt. Den Menschen früherer Generationen war es nicht bekannt. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden, dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an derselben Verheißung in Christus Jesus teilhaben durch das Evangelium. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja! Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen,
wo der Messias geboren werden solle. Da antworteten sie, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten: Du Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Hochwürdigster Vater Erzabt, lieber Pater Gerhard, meine lieben Mitchristen. Die heiligen drei König mit ihrigem Stern, die kommen gegangen, ihr Frauen und Herren, so singen heute die Sternsinger. Eigentlich sollen es ja vier Könige gewesen sein, wenn man der Legende Glauben schenken darf. Es begann alles mit einem Traum. Der vierte König, Choredan soll er geheißen haben, sah einen Stern heller und näher als jeden anderen Stern. Eine Stimme sagte: Nur wer alles Elend dieser Welt gesehen hat, wird König sein. Der Hofastrologe deutete dem König den Traum, ein großer Herrscher sei geboren, dieser bedürfe seine Dienste und dass großer Segen und große Freude über das Land kämen, wenn er sich aufmache und zu seiner Geburt ziehe und ihm huldige. Der König Choredan ließ sein Pferd zurüsten, beladen mit Kostbarkeiten, und ritt los. Bei der Rast auf einer Kurierstation traf er auf die drei Könige aus dem Partherreich, ebenfalls zu dem Geburtsort des neuen Königs ziehen. Die vier Könige kamen überein, die Reise gemeinsam fortzusetzen. Ein Zwischenfall trennte den vierten König von seinen Gefährten. In einem Dorf zogen ihn Kinderhände vom Pferd in das Dunkel einer Hütte. Der Vater hatte sich gerade entschlossen, die älteren drei Kinder an einen Sklavenhändler zu verkaufen, um die anderen Kinder wenigstens vor dem Hungertod zu retten. Der Jammer dieser Familie beengte dem König das Herz. Nie zuvor war er menschlichem Unglück in dieser Form begegnet. Er lief zu seinem Pferd und entnahm dem Juwelenschrein einige Steine und händigte sie den armen Leuten aus.
Wenn der neugeborene Herrscher so mächtig ist, wie geweissagt wurde, dachte er, wird es ihm wohl auf einen Stein mehr oder weniger nicht ankommen. Die Weiterreise wurde zu einer immer neuen Begegnung mit Not und Elend. Er versuchte es mit den für den neugeborenen König bestimmten Juwelen zu lindern. Der Stern verblasste immer mehr, die drei Könige sah er nie mehr und zuletzt gingen ihm auch noch die Juwelen aus. Zu allerletzt hatte der bettelarme König nur mehr sich selbst und er ließ sich in einer Hafenstadt in das Tretrad einer riesigen Mühle werfen, um einen schwächlichen, ausgemergelten Mann vor der Peitsche zu retten. Nun war der König Coredan selbst ein Teil dieses unübersehbaren Heeres aller Verelendeten, Gepeinigten und Geschändeten dieser Erde geworden. Unsägliche Mühsal sollte er mit seinen Mitgefangenen teilen, ein Leben der Erniedrigung und Erschöpfung. Nach 30 Jahren Sklavendasein nahm man dem ehemaligen König die Ketten ab. Als alter, gebrochener Mann machte er sich noch einmal auf den Weg und siehe, der Stern erschien ihm wieder. Nun begriff er, dieser König war nicht in einem Palast zu finden, sondern wie er selbst, in Steinbrüchen, in Gefängnissen, in Tretmühlen. Die Zeit drängte, er fand sich wieder in einer Menschenmasse in den Gassen Jerusalems, und da sah er seinen König wieder, den er vom Aufgang seines Sternes gesucht hatte. Er sah ihn mit einer Dornenkrone unter der Wucht eines riesigen Holzkreuzes. Jetzt erkannte er ihn, den er Jahrzehnte auf seiner Wanderschaft in zahllosen Gesichtern der Hilfesuchenden gesehen hatte. Er begriff, dass dieser Herr der Welt einen ähnlichen Weg wie er selbst gehen musste. Er begriff, dass nicht Gold noch Edelsteine, sondern einzig und allein der brüderliche Opfergang für die Notleidenden die Huldigung sein konnten, die diesem König gebührt. Da sah er, dass der König unter der Last des Kreuzes zusammenzubrechen drohte. Hilft ihm denn keiner, dachte er sich, obwohl er nur mit äußerster Anstrengung sich auf den Beinen halten konnte, lief er auf ihn zu und nahm ihm das Kreuz ab. Was machte es aus, dass er sich diese Begegnung ganz anders vorgestellt hatte? In höfischer Pracht, beim Schall der Trompeten. Und nun war seine Huldigung, dass er, wie die Jahrzehnte davor, einem Leidenden das Kreuz abgenommen hatte. Auf dem Hügel Golgotha war der vierte König am Ziel seiner Reise. Lieber Pater Gerhard, der Lebenslauf dieses vierten Königs kam mir in den Sinn, als ich hörte, dass deine Missionsaussendung am Dreikönigsfest sein sollte. Als Benediktiner heißt dein Lebensprogramm Gott suchen, ihm huldigen, ihn anbeten, wie es auch die heiligen drei Könige taten, folgend dem Rufe Gottes. Als Missionsbenediktiner wirst du mit der heutigen Missionsaussendung wie der vierte König ebenso Gott suchen, seinem Stern folgen. Aber dieser Stern wird dich auch zuerst zu den Menschen, zu den Notleidenden, zu denen, die das Heil suchen, zu den Entrechteten, zu denen führen, die in die Tretmühle geworfen werden und Hoffnung schöpfen wollen, zu denen, die den Frieden suchen, nicht wie die Welt ihn geben kann, sondern nur Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Mission heißt ja,
Jesus verkünden, sein Evangelium bringen, Botschafter sein an Christi Stadt und damit das Heil, endgültiges, unzerstörbares Heil auszurufen. Jetzt kennen wir dieses Heil nur aus Visionen, aus der geheimen Offenbarung zum Beispiel. Einmal soll es aber Wirklichkeit werden. Mission ist keine Erfindung der Kirche. Erst recht nicht die Erfindung eines Missionsordens. Mission ist eine Erfindung Gottes. Wenn in der Heiligen Schrift zwar immer wieder Gott als ein abgrundtiefes Geheimnis beschrieben wird, so steht doch immer wieder auf den Zeilen und zwischen den Zeilen das große Thema vom liebenden, persönlichen Gott. Gott ist kein zurückgezogener Gott, der von den Menschen Abstand nimmt, sondern ein Gott von einer ungeheuren Dynamik zu den Menschen hin. Ein Gott des Verströmens, der Hingabe, des Lebens, des Lichtes, der Liebe. Und wenn man Jesus, seinen Sohn, dem Heilbringer, genau zusieht und auch den großen Christen, den Heiligen, dann wollen sie nicht nur das ewige, das unzerstörbare Heil in einem himmlischen Leben ausrufen, sondern genauso das Heil der Menschen hier auf dieser unserer Erde. Und dieses Heil hat Namen: Freiheit, Mitverantwortung, Gerechtigkeit, Solidarität, Gesundheit, Menschenrechte, Würde des Menschen und viele andere Namen. Meine lieben Mitchristen, Pater Gerhard wird nicht in ein Niemandsland oder gar auf den Mond ausgesandt, sondern in ein ganz konkretes Land dieser Erde, in ein christliches Land mit einem unheilvollen, unchristlichen System. Es ist die gesetzlich verordnete Rassentrennung. Er wird ausgesandt in die konkrete Situation der Menschen in Südafrika. Man hört oft, Kirche und Politik sollen sich auseinanderhalten. Für die Tagespolitik stimmt das. Aber da, wo es im Letzten um das Heil des Menschen geht, in all seinen Entfaltungen, da muss Kirche, wie Jesus selbst, Anwalt der Menschen sein, Stimme der Stimmlosen. Für die Verkündigung des Evangeliums vom Reich Gottes, das ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens ist, für diese Verkündigung kann es niemals gleichgültig sein, wenn Gewalt, Hass, Ungerechtigkeit herrschen, wenn Menschen verfolgt und unterdrückt werden, wenn Verhältnisse bestehen, wo Menschen zu Menschen zweiter Klasse abgestempelt werden. Wie man die Krise unseres Landes auch immer auslegen mag, schreiben die südafrikanischen Bischöfe in ihrem neuesten Hirtenbrief. Eines sollte uns Christen klar sein: Christus wird abermals ans Kreuz geschlagen, denn alles, wofür Christus lebte und starb, steht heute in unserem Land auf dem Spiel. Der Christ unterdrückt den Christen. Der Christ greift den Christen an und tötet ihn. Anstatt den Leib Christi zu festigen, wird er in Stücke gerissen. So die südafrikanischen Bischöfe. Bei der Übergabe des Missionskreuzes, wie das Malteserkreuz, eher ein Symbol als ein Schmuckstück, da wird Vater Erzabt sprechen: Im Namen der Kirche sende ich dich aus, verkünde den Armen die Botschaft vom Heil. Wenn unser Pater Gerhard gerade am Epiphaniefest, wo das Weihnachtsgeheimnis öffentlich wird, allen Völkern offenbar werden soll, wenn er gerade da ausgesandt wird, um den Menschen in Südafrika, den Schwarzen, den Weißen und den Farbigen,
die Botschaft von Weihnachten, vom Heil, vom Retter zu bringen, dann wird das vor allem eine Botschaft des Friedens sein. Dann wird das aber auch ganz besonders eine Botschaft von der Würde des Menschen sein. Denn das Weihnachtsgeheimnis, nachdem Gott ein wirklicher Mensch geworden ist, das ist auch das Geheimnis von der ungeheuren Würde des Menschen. Christ, erkenne deine Würde. Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Lebe nicht unter deiner Würde. Wir erinnern uns an diese Worte der Weihnachtslesung von Papst Leo dem Großen. Diese Würde des Menschen in Südafrika zu lehren und im Umgang mit den Menschen persönlich selbst vorzuleben, das ist wirklich eine frohe Botschaft, die zu dem Verkündigungsauftrag eines Missionars in Südafrika gehört. Dass unserem Pater Gerhard dazu der Mut und die Kraft nicht ausgehen, dafür beten wir heute um Gottes Segen und wir wünschen es ihm gemeinsam von ganzem Herzen. Amen. Herantreten soll, wer zum Dienst in der Mission bestimmt ist. Pater Gerhard Lagleder. Ich bin bereit. Lieber Mitbruder, du sollst den Glauben im Auftrag der Kirche verkünden. So bekenne dich nun mit uns zu diesem Glauben. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Unitare vivos et mortuus, huius regni non gerit fin.
Vater Gerhard, ich frage dich nun, willst du den Menschen mit Freimut von dem unergründlichen Reichtum Christi verkünden? Ja, ich will's. Willst du um Christi willen den Armen und Bedrängten in barmherziger Liebe beistehen? Ja, ich will es. Willst du dich dem Dienst in deinem Missionsgebiet mit aller Selbstlosigkeit einordnen? Willst du dich immer wieder neu bemühen, deiner Berufung als Benediktinermönch und Missionar gerecht zu werden? Ja, ich will es. Das Angesicht der Erde erneuert. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, sende herab auf deinen Diener, deinen siebenfachen Heiligen Geist, den Geist der Weisheit, dass er täglich neu dein Wort betrachte und getreu nach deiner Weisung lebe, damit sein Zeugnis glaubwürdig sei. Amen. Den Geist des Verstandes, dass er die Seele des Volkes, indem er für dich wirkt, verstehe. Amen. Den Geist des Rates, dass er das Gute, das in den Völkern wohnt, sehe und pflege, das Böse aber bekämpfe. Amen. Den Geist der Stärke, dass er in Misserfolg und Einsamkeit nicht mutlos werde. Amen. Den Geist der Wissenschaft, dass er aus der Erfahrung der Kirche lerne und das erkenne, was wichtig ist. Amen. Den Geist der Frömmigkeit und die Kraft der Liebe für die Menschen und dein Reich. Amen. Den Geist der Furcht des Herrn, dass er allein dich fürchte und in Ehrfurcht stehe vor allen Geschöpfen Gottes. Amen. Denn du bleibst durch deinen Geist bei allen, die auf dich ihre Hoffnung setzen. Dich preisen wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lieber Pater Gerhard, im Namen der Kirche sende ich dich aus. Verkünde den Armen die Botschaft vom Heil. Der Herr sei alle Zeit in deinem Herzen und auf deinen Lippen.
Nimm hin das Zeichen des Kreuzes. Es sei dir Kraft und Stütze auf deinen Wegen. Fürchte dich nicht, den Namen des Herrn zu bekennen. Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben deiner Kirche an. Sie bringt nicht mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe dar, sondern er, den diese Gaben bezeichnen, wird für uns geopfert und uns zur Speise gegeben. Unser Herr Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute enthüllst du das Geheimnis unseres Heiles. Heute offenbarst du das Licht der Völker, deinen Sohn Jesus Christus. Er ist als sterblicher Mensch auf Erden erschienen und hat uns neu geschaffen im Glanz seines göttlichen Lebens. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem dein eingeborener Sohn dir gleich in ewiger Herrlichkeit als wahrer Mensch leibhaft und sichtbar erschienen ist. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach,
Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Wir machen uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unserem Ordensvater Benedikt, unserer Patronin Ottilia und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihren Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unserem Papst Johannes Paul, unserem Bischof Josef und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Gib sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden und mache sie zu einem Zeichen von Einheit und Frieden unter den Völkern. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, dem Herrn mit Geschenken zu huldigen. Maro ram
Lasset uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Gott, für die heiligen Gaben und bitten dich, erhelle unsere Wege mit dem Licht deiner Gnade, damit wir in Glauben und Liebe erfassen, was du uns im Geheimnis der Eucharistie geschenkt hast. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und der Erschaffen war. Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Er segne euch und stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Amen. Und Christus, der heute der Welt erschienen ist, als Licht in der Finsternis, leuchte auf in euren Herzen und mache euer Leben zum Licht für eure Brüder. Amen. Die Weisen sind dem Stern gefolgt und haben Christus gefunden. Gott führe auch euch auf dem Weg der irdischen Pilgerschaft zur Anschauung seiner Herrlichkeit. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.